What's poppin', Boys and Girls? Wow, das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesagt. Aber ist auch ein bisschen schön. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich habe eine sehr schöne Zeit. Ich bin immer noch in Spanien, auf Ibiza. Ich bin hier mega hängen geblieben. Aber ich werde auf Modern Gypsy noch alles teilen, was ich hier erlebe. Darum soll es heute nicht gehen. Aber es soll heute trotzdem beim Thema Reisen bleiben. Ich werde heute ein ganz besonderes Video... Boah, wieso rede ich so schnell? Kann ich mich mal beruhigen? Wusa. Wusa. Ich weiß nicht, was für eine Scheiße sie quatschen. Es soll heute um ein ganz besonderes und auch passendes Thema gehen. Und zwar um die Finanzierung von Reisen. Und zwar meine ich jetzt nicht einmal im Jahr für 5 Tage irgendwie für 400 Euro... irgendwo hinfliegen und All-Inclusive machen, weil das ist eine Sache, das weiß ja irgendwie jeder, wie das geht. Ich habe aber das Gefühl, dass es ein viel größeres Mysterium um diese Fernreisen geht. Um diese Weltreisen, um diese Backpacking-Touren. Ich bekomme immer wieder, seit Jahren, seit ich Modern Gypsy eröffnet habe, bekomme ich Fragen dazu, wie zur Hölle man das finanziert, wie ich das mache und ob ich Spartipps oder Finanzierungstipps teilen kann. Und ich habe dieses Video sehr, sehr lange nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja, was soll ich euch jetzt erzählen? Soll ich euch jetzt erzählen, ihr sollt euch, keine Ahnung, Freeway-Cola anstatt Coca-Cola kaufen? Ich habe mich, nachdem ich eine sehr, sehr emotionale Nachricht von einer Zuschauerin bekommen habe, habe ich mich letztens nochmal hingesetzt, habe nochmal ein bisschen gebrainstormt und überlegt, was ich wirklich jemandem raten würde, der sagt, ich weiß nicht, wie ich zu diesem Geld kommen soll. Kannst du mir mal sagen, wie du das gemacht hast? Und deswegen halte ich jetzt meinen Schnauzen und beginne mit Tipp Nummer 1. Da spreche ich jetzt direkt an die Menschen, die vielleicht noch zur Schule gehen und später mal reisen wollen. Ich habe auch schon mit einigen Freunden von mir gesprochen, die sich das überhaupt nicht vorstellen konnten. Die haben irgendwie ihre Familie, die haben ihre Wohnung oder ihr Haus und die können sich überhaupt nicht erklären, wie zur Hölle sie das jetzt machen können. Deswegen fühlt es sich immer an wie so ein Mysterium. Als hätten diese Leute, die um die Welt reisen, irgend so eine geheime Zutat. Vielleicht haben sie geerbt, vielleicht sind sie Social Media Influencer, vielleicht traden sie mit Kryptowährungen. Jeder Mensch kann das machen. Es ist wie mit den Kalorien. Jeder denkt, man braucht eine Zauberformel, um abzunehmen. Du musst weniger Energie aufnehmen, als du verbrauchst. Und genau dasselbe ist es mit dem Reisen und mit dem Sparen. Du musst weniger ausgeben, als du verdienst. Entweder du verdienst mehr oder du gibst weniger aus. That's it. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben getroffen, die einen Traum hatten. Zum Beispiel, deren Lieblingsland auf der ganzen Welt es wäre, Vietnam zu sehen. Die sich dann aber total unrealistische Ziele setzen. Also ich will es jetzt nicht unrealistisch nennen, aber ein Ziel, dass sie erstmal stoppt, etwas zu tun, worauf sie Bock haben. Im Sinne von, ich werde jetzt 5 Jahre sparen und mir, keine Ahnung, 10.000 Euro ansparen und dann eine Weltreise machen. Ist ja jetzt erstmal nicht schlecht, wenn man ein Charakter ist, der das wirklich tut. Aber ich sage es jetzt mal hinter vorgehaltener Hand. Ich habe schon sehr, sehr viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die über Ziele und Träume geredet haben, die sie immer wieder nach hinten verschoben haben. Ich weiß nicht, ob es Angst ist. Wahrscheinlich ist die Angst davor, es wirklich zu tun, aber die Angst ist vielleicht auch nur so groß, weil man sich so ein mega großes Ziel gesetzt hat, für das man so viel Zeit und so viel Mut braucht und vielleicht seinen Job kündigen muss und whatever. Meine erste Thailand-Reise, mein Gott, alle haben im Internet gesagt, oh, mach locker 2-3 Monate, sonst lohnt sich das gar nicht, bla bla bla. Und ich konnte aber nicht 2-3 Monate. Ich hatte weder die Zeit, noch hatte ich das Geld dazu. Meine erste Thailand-Reise war 3,5 Wochen in Thailand und 2 Jahre später war meine zweite Thailand-Reise, ich glaube, 4,5 Wochen. Das Geld habe ich innerhalb von 4 oder 5 Monaten zusammenbekommen und dann war alles gut und ich hatte eine tolle Zeit. Es ist toll, sich was Großes vorzunehmen und meinetwegen auch Monate oder Jahre lang unterwegs zu sein oder alles über Bord zu werfen. Aber wenn du noch nicht so weit bist, dann nimm doch mal einen kleinen Schritt. Setz dir ein Ziel und buch einen Flug oder das, was dafür nötig ist, um deinen Wunsch in Erfüllung zu bringen. Bei meiner ersten Backpacking-Reise habe ich mir sogar von meinen Eltern Geld geliehen, um insgesamt 1.300 Euro für Kevin und mich bezahlen zu können, um den Flug zu bezahlen und 5 Monate später. Das heißt, ich musste erstmal meine Schulden abbezahlen, bevor ich überhaupt für meine eigene Reise sparen konnte. Und glaubt mir, das hat so gut funktioniert, also Druck. Macht das Ding fest. Ich habe es damals gemacht mit einem 450-Euro-Job. Damit habe ich es geschafft, das Geld für eine einmonatige Thailand-Reise zusammenzusparen, weil ich Panik hatte, weil der Flug war gebucht. Das ist
meiner Meinung nach eigentlich einer der wichtigsten Tipps oder sogar der wichtigste Tipp. Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich bei meiner ersten Backpacking-Reise einen Job, wo ich ungefähr 350 Euro im Monat verdient hatte. Das war ein Putzjob damals, habe ich schon mal in meinem Draw My Life erzählt von diesem Putzjob. Wir hatten diesen Flug gebucht, ich musste noch irgendwie 400 Euro an meine Eltern zurückzahlen und hatte dann halt noch 4 weitere Monate mit Kevin zusammen, in denen ich sparen konnte. Oder eben bei unserer zweiten Backpacking-Reise nach Portugal. Gott, da hat Kevin noch Nachtschicht gemacht, um das Geld für die Reise zusammenzukriegen. Das ist, glaube ich, vielen Menschen überhaupt gar nicht bewusst, die vom Reisen träumen, dass in dem Moment, wo du dich wirklich entscheidest, das zu tun, sich deine Prioritäten verschieben. Priorisiere diesen Wunsch. Recherchiere, setz dich an den PC und lies Reiseblogs und mach dir einen fucking Screenshot als Sperrbildschirm auf dem Handy. Zeig dir, dass das ist, was du möchtest und werd dir bewusst, dass das dein Traum ist und dass du ihn umsetzen wirst. Und dann wird alles viel, viel einfacher. Zum Beispiel, als ich nach Indien gereist bin, es war immer mein großer Bollywood-Fan. Indien war für mich immer so, Gott, das werde ich niemals sehen, das ist nicht möglich für mich, weil das ist zu abgefahren. Aber ab dem Moment, wo ich diesen Flug gebucht hatte, war alles andere egal. Das war für mich keine Frage, dass all diese ganzen Sachen, wo ich mal sage, ach komm, scheiß drauf, 30 Euro für den coolen Pulli nehme ich mit. Es war keine Frage, es fiel mir so einfach, das nicht zu kaufen, weil ich mich nicht mehr belohnen musste. Das ist ja häufig so, ne? Man, dieses, oh, ich hatte jetzt heute schon einen schweren Tag, sich jetzt aufs Sofa kuscheln und drauf zu scheißen und Essen zu bestellen, das wäre schon geil. Das ist ja auch ein Stück Luxus, ein Stück Lebensqualität, einfach auch mal sich was zu gönnen. Ab dem Moment wird es ganz einfach, es nicht zu tun. Es ist, als hätte ich so eine Quest. So, wie viel kann ich sparen? Geil, geil, boah, hier habe ich wieder was gespart. Ich werde zum absoluten Geizhals, so als würde ich irgendwie Gold sammeln auf WoW und hätte voll den Planer mit mir einen Greifvogel zu kaufen. Wow, es ist sehr lange her, seit ich das letzte Mal WoW gespielt habe. Setzt euch Prioritäten, setzt euch damit auseinander, setzt es in den Fokus. Das ist eure Priorität Nummer 1 und ich sage euch, ihr könnt Geld sparen, da hättet ihr niemals mit gerechnet. Also vielleicht ist dieser Tipp für euch nicht so wichtig, weil ihr ein total organisierter Mensch seid. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die zwei Freundinnen, die mega krass, so krass organisiert sind. Die haben ihre eigenen Excel-Tabellen für ihre Finanzen und tragen jeden Scheiß ein und keine Ahnung was. Aber ich bin niemals so ein Mensch gewesen. Ich bin immer der Mensch gewesen. Ich kriege am Anfang des Monats Geld und ich gebe aus, was ich ausgeben will. Und irgendwann am Ende des Monats merke ich, habe nur noch 50 Euro und dann gebe ich weniger aus und warte auf den ersten. Das ist jetzt natürlich anders in der Selbstständigkeit, aber ich habe auf jeden Fall in Bezug auf Träume, die Geld kosten, gelernt, habe deine Finanzen und deine Ersparnisse im Überblick und mache daraus wirklich so eine Art Challenge, so eine Art Quest, weil es kann Spaß machen. Es kann Spaß machen zu sparen. Sparen kann für mich genauso Spaß machen wie Geld ausgeben. Long story short, damit möchte ich nur sagen, habt einen Ort, wo ihr eure Finanzen im Überblick habt und wo ihr wirklich eure Erfolge seht. Dafür könnt ihr einfach ein Sparschwein nehmen und das Geld reinmachen, wenn ihr oldschool sein wollt, aber dann macht euch vielleicht noch einen Zettel dran, wie viel gerade drin ist oder irgendwie eine Tabelle, dass ihr eure Erfolge sehen könnt. Oder ihr macht ein Unterkonto bei eurer Bank und überweist da irgendwie regelmäßig Geld drauf und haltet das irgendwie fest, dass ihr das wirklich vor Augen habt. Oder ihr macht euch ein Konto bei MoneyU oder ihr ladet euch die App MoneyU runter. So könnte man es auch sagen, aber im Grunde genommen ist es beides. MoneyU ist nämlich ein Online-Anbieter für Smart Banking. Die haben halt so Fondsanlagen, Tagesgeld, Festgeld und was Kevin und ich haben, unter dem Unterpunkt Tagesgeld kann man 5 Sparschweine, 5 Sparziele eröffnen, die man quasi wie Sparschweine aufarbeitet. Also ihr könnt ein Bild hinzufügen, ihr könnt ein Sparziel hinzufügen und wenn ihr dann wirklich, ich zeige euch das, jetzt seht ihr, worauf ich hinausspare. Stellt euch einfach vor, es wäre euer Konto und dann würde da stehen Flug nach Thailand, Rucksack für 150 Euro, weil ihr einen guten Rucksack haben wollt oder so, whatever. Also ich spare zum Beispiel, wie ihr offensichtlich gerade sehen könnt, auf eine Menge Technik. Gehen jetzt jeden Monat regelmäßig so viel Geld aus. Also ihr könnt das einstellen, wie viel Geld im Monat da drauf geht. Genau, und die App zeigt euch dann halt quasi an, wie viel Prozent eures Wunschsparziels ist schon erreicht und wie viele Monate braucht ihr noch, wenn ihr weiterhin so und so viel einzahlt. Ich habe auf jeden Fall schon mehrere Sachen hier ausprobiert. Ich passe das manchmal an. Also zum Beispiel der Friseurtermin war vorher ein Yoga-Konto. Also und ich muss sagen, das hat mir sehr doll geholfen, weil dadurch, dass ich darauf gespart habe und das Gefühl hatte, das Geld ist dafür, ich habe es ja schließlich hier drauf eingezahlt und da steht der Name, dass das Geld dafür ist,
habe ich mir erlaubt, rauszugehen und Geld für Yogastunden mit anderen Menschen auszugeben. Und jetzt ist es voll fest irgendwie integriert. Falls ihr noch keinen passenden Ort zum Sparen gefunden habt, der zu euch passt, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Infos dazu findet ihr auf moneyu.de und ich packe euch das auch nochmal unten alles in die Infobox. Das waren meine 5 Tipps. Wie ihr gemerkt habt, es sind sehr Sachen, die sehr, sehr weit oben sind. Es geht viel mehr um Mindset in meinem Fall, als jetzt wirklich um konkrete Sachen, wo man sparen kann. Ich kann mir da auch nochmal was überlegen, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, jeder von uns gibt für andere Sachen Geld aus, verdient unterschiedlich viel Geld und ich möchte einfach sagen, dass wenn es ums Träume und Ziele verwirklichen geht, sei es nun Reisen oder sei es auch was völlig anderes, es geht immer darum, was im Kopf passiert und das ist die schwierigste Sache. Würde es nur darum gehen, Freeway Cola anstatt Coca-Cola zu kaufen und es wäre so einfach, das einfach zu machen, dann würden nicht so viele Leute an ihren Träumen zu kauen haben. Und deswegen dachte ich, gebe mal meinen Senf in die Runde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, schreibt mir eure Gedanken, eure Spartipps, whatever unten in die Kommentare. Ihr seid süß, ihr seid klein, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, au revoir, hasta luego, ciao.